Hallo da draußen. Ja, und herzlich willkommen zum neuesten Thema im Buch. Diesmal mit dem Thema London. Nun, auf mein drittes Thema im Buch, Märchen, habe ich sehr viele Kommentare bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und auch sehr viele Themenvorschläge. Ich habe die jetzt gesammelt und werde nun ein paar Videos drehen, weil gerade die Sonne scheint und ich das richtige Licht habe. Darum verzeiht mir, wenn ich in den nächsten Videos dasselbe Outfit anhabe, aber ja, so bin ich schneller. Ich habe mir heute London ausgesucht. Dieses Thema wurde von der lieben Cara Elea vorgeschlagen. Und war natürlich dann genau das Richtige für mich, denn ich liebe London und ich liebe es, Bücher zu kaufen, wo etwas mit London zu tun haben. Nun, wir wollen uns beeilen und gleich mal anfangen. Das erste Buch, ich habe hier sehr, sehr viele Bücher und besonders zu sehr, sehr vielen verschiedenen Themen. Das Tolle an einem Thema im Buch. Nun, anfangen wollen wir mit einer kleinen Märchenstunde, anfangen wollen wir mit einem Buch, in dem London eine Rolle spielt, das ich allerdings auch in London gekauft habe. Ich war 2008, 2009, also über Silvester, in 2009 glaube ich, bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, in London und war in einem bestimmten Buchladen. Und zwar einem Buchladen, den es leider nicht mehr gibt, und zwar dem Murder One Buchladen. Der war in der Charing Cross Road, den gibt es leider nur noch online. Und wir waren da, mein Freund und ich, eben im Dezember in dem Laden und ich glaube, ein paar Monate später hatte er schon zugemacht. Und das war wirklich ein Erlebnis, weil der Laden einfach toll und vollgestellt war mit Büchern, eben alles Krimis und sowas. Und ich habe mir da dieses Buch hier gekauft, und zwar Crime Archive, Jack the Ripper. Jack the Ripper war in London. Und von diesem Crime Archive rein gibt es verschiedene Bände. Zum Beispiel auch Harris und Burke, die Leichenklauer aus Edinburgh und sowas. Und das war auch gut zu verstehen. Hier sind auch Bilder drin. Also hier solche Bilder. Ja, und das ist eben ein ganz besonderes London-Buch, weil es eben auch in London gekauft wurde. Dann habe ich für euch, mal schauen, Die Gottesanbeterin von Patrick Redmond, auch ein Krimi-Thriller. Und zwar geht es hierbei um ein junges Mädchen, das eigentlich vom Land kommt, aber in London lebt und dort einige mysteriöse Dinge passieren. Ja, und das Cover zeigt ja schon London und es ist auch schön London in dem Buch vertreten. Dann habe ich ein Buch, das habe ich noch nicht gelesen, von Sarah Waters, Die Frauen von London. Ja, hierbei geht es um das Schicksal von vier selbstbewussten Frauen und einem jungen Mann im London des Zweiten Weltkriegs. Ja, ich wollte dieses Buch haben wegen dem Titel, aber die Story scheint auch sehr interessant. Tut mir leid, wenn ich euch Bücher zeige, die ich noch nicht gelesen habe, aber mein Zap ist ja bekanntlich riesig. Dann habe ich hier was, und zwar London. Bilder einer großen Stadt von Virginia Woolf. Hier beschreibt die Autorin Virginia Woolf ihr Leben in London, was sie von London hält zu ihrer damaligen Zeit. Ein sehr, sehr schönes, kleines, unterhaltsames Buch. Dann habe ich natürlich einen Reiseführer London. Ich mag die National Geographic sehr gern, weil sie sind sehr kompakt, nicht zu teuer, leicht zu handhaben und alles Wichtige auf einen Blick. Den hatte ich in London dabei und der war mir sehr hilfreich. Dann habe ich noch einen ganz, ganz besonderen, also einen Reiseführer der besonderen Art. Den habe ich leider erst entdeckt, nachdem ich in London war, und zwar London literarische Spaziergänge. Hierbei gibt es, lasst mich mal schnell schauen, verschiedene Spaziergänge. Zum Beispiel, hier ist nur eins vom Trafalgar Square nach Soho und zur Regent Street. Da wird dir genau gesagt, wie lange du brauchst. Es ist ein Plan dabei, wie du spazieren gehst. Und es wird dir eben dann auch mit literarischem Hintergrund erzählt, was du dann eben in London zu sehen kriegst. Häuser von Schriftstellern,
Orte, wo in wichtigen Romanen eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Und ich möchte das bei meinem nächsten London-Urlaub natürlich ausprobieren. Dann habe ich noch ein Buch, das habe ich noch nicht gelesen. Und zwar Englischer Harem von Anthony McCarten, ja. Spielt aber auch in einem Londoner Vorort und es geht dabei um eine junge Engländerin, die einen Perser heiratet, der schon zwei Frauen hat. Der Buchrücken hat mich hier sehr interessiert. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, aber hoffentlich bald. Dann zwei Bücher aus einer Reiseberichtereihe, die ich sehr gern lese. Und zwar wäre das einmal ein Jahr in London. Und zwar von Anna Regeniter. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Hierbei erleben wir ein Jahr lang, wie Anna in London als Lehrerin arbeitet, wie sie sich verliebt, wie sie sich einlebt, die Gepflogenheiten kennenlernt und am Ende sich entscheidet, London bleiben oder wieder gehen. Sehr schön. Ein anderer Erfahrungsbericht aus London wäre dann Gebrauchsanweisung für London von Ronald Reng. Dieser Journalist war mehrere Jahre in London und berichtet eben aus seiner Zeit aus London, was er da alles erlebt hat. Auch sehr schön. Dann, ich sammle ja Bildbände und natürlich habe ich ein London-Bildband. Ich habe auch noch mehr London-Bücher hier, weil als ich in London war, habe ich mir haufenweise, so nicht direkt Reiseführer, aber eben diese ein Westminster Abbey Buch, ein ganz London Buch, ein St. Paul's Cathedral Buch, lauter so Sachen. Und das hier ist eben noch so ein Bildband. Was schlagen wir jetzt spontan auf? Ah, okay. Schlagen wir es auf, wo ich auch da war? Oh ja, da war ich. Da war ich schon. Ist ein total cooler Markt. Dann, wohin jetzt damit? Haben wir auch was im Fantasy-Bereich, was in London spielt. Und zwar zwei Bücher vom selben Autor. Das eine habe ich schon gelesen, das andere nicht, aber die Cover sprechen eigentlich schon für sich. Denn die Cover sind total London. Also Heaven, Stadt der Feen von Christoph Marzi habe ich schon gelesen. Ein wunderschöner Fantasy-Roman, wo es eben um Feen geht in London. Und das Cover ist eben so toll mit diesen, ja, mit diesen im Vordergrund, diesen, ja, diesen alten englischen Häusern mit ihren Schornsteinen, wie bei Mary Poppins. Dann natürlich den Big Ben. Hier dieses komisch, diesen komischen Tower da, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, den habe ich auch gesehen. Finde ich ein bisschen komisch im Londoner Stadtbild, aber okay. Und dann habe ich noch Memory, Stadt der Träume. Auch wieder sieht man diese schönen verschnorkelten Schornsteine und auch wieder die Silhouette von Big Ben und von der Westminster Abbey. Und da finde ich einfach das Design schon wunderschön und ja, ich möchte bald Memory lesen. Dann habe ich ein Buch, das fand ich jetzt nicht so toll, aber das Cover ist einfach toll und zwar heißt das London, Liebe und all das von Dagmar Schiedol, kann ich das so sagen? Jetzt lasst mich schnell schauen, ich bin total unvorbereitet, wann da die Erstauflage war. 1989. Ja, in diesem Buch geht es um ein junges deutsches Mädchen, das als Au-pair, oder? Schon als Au-pair. Ja, nach London kommt. Und sich dort in einen Afrikaner verliebt, was zu der damaligen Zeit noch sehr, ja, nicht so gesehen ist in der Gesellschaft und für einige Verwirrungen sorgt. War recht unterhaltsam, aber nicht der Hit, aber das Cover. Ich habe das gekauft über Tauschticket und das Cover ist einfach genial. Also, da brauche ich nichts mehr sagen, schaut es euch an. Eine Augenweide. Dann ein Auto, der nicht fehlen darf und ein Buch, das schon ziemlich mitgenommen aussieht. Besonders da meine Katzenkinder da schon dran rumgebissen haben. Und zwar Nick Hornby, About a Boy. Ich habe About a Boy, How to be Good, High Fidelity und Speaking with the Angels.
alle in dieser tollen Ausgabe von Knauer. Da war Drümer und Knauer, ja. Und die neue Aufmachung finde ich auch schön, aber es ist schade, weil die fand ich eigentlich so toll. Und About a Boy ist so, glaube ich, mein Lieblingsbuch von Nick Hornby. Ich denke schon. Und spielt natürlich in London. Genauso wie High Fidelity und How to Be Good auch. Und was ich bei den Romanen toll finde, da tauchen die Protagonisten wieder auf. Also Will von About a Boy geht im Plattenladen von dem Hauptcharakter von High Fidelity seine Platten kaufen und die weibliche Hauptfigur von How to Be Good, ich weiß den Namen einfach nicht mehr, lebt im selben Haus wie der eine, wo im Plattenladen mitarbeitet. Aber das habe ich noch im Kopf, ich weiß nur die Namen nicht mehr. Finde ich sehr toll. Dann ein Buch, was natürlich in London spielt. Ich habe jetzt mal den letzten Band rausgeholt. Eigentlich steht dieser Band für die ganze Edelstein-Trilogie, weil Gwendolyn lebt ja in... Das ist schon Gwendolyn, gell? Tut mir leid, ich habe momentan voll den Namenskoller. Also Gwendolyn lebt ja in London. Und dieses Buch spielt in London in verschiedenen Zeiten. Also ein London Must-Have. Dann... Und jetzt die letzten zwei Bücher. Ich bin mir sicher, ich habe noch mehr Bücher wahrscheinlich, wo London irgendwo drin vorkommt. Aber wir wollen das ja nicht zu lang machen. Ich glaube, ich habe jetzt sehr viele Bücher vorgestellt aus vielen Genres. Und zwar Die Flüsse von London von Ben Aronovich. Ich habe es noch nicht gelesen. Allerdings war das sowieso ein totaler Coverkauf. Weil das Cover einfach genial ist. Lasst mich mal sehen. Ja, das Cover ist toll. Besonders da. Ja, das Cover ist toll. Ich verliere mich sonst wieder in Cover und schaue nach, wo ich da schon überall war auf der Karte. Also, und außerdem soll das Buch trotzdem sehr, sehr, sehr gut sein. Und dann habe ich ja noch eins, das habe ich schon mal in einem Bookchat vorgestellt und sowas, und zwar Bittersüße Nacht von Susan McGrath. Ich habe ja Teil 1 und 2 habe ich, das werdet ihr auch zuerst sehen, weil das Video habe ich noch nicht hochgeladen, den letzten Bookchat. Ich drehe ganz, ganz viel vor. Und zwar geht es auch darum, Dämonenjagd in London und spielt eben alles, die ganze Reihe in und um London und eben mit dem übernatürlichen Touch, und das ist genau meins. Ja, das war mein erstes Thema im Buch, was ich jetzt drehe. Ich werde jetzt diese Bücher wegräumen und dann das nächste drehen. Und ich werde dann, glaube ich, noch 2, 3 vordrehen. Also wie gesagt, darum entschuldigt, wenn ich die nächsten Videos ein bisschen gleich aussehe. Ich hoffe, ich konnte euch verschiedenste Impulse geben, weil wie gesagt, wir hatten jetzt Reiseführer, Bildband, Fantasy, Jugendbuch, Gegenwartsliteratur, Reiseberichte, Krimis und sowas. Also wir hatten jetzt von allem ein bisschen was und ich glaube, das war recht interessant. Ich hoffe es zumindest. Ja, das war es wie immer von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinem Video. Bis zum nächsten Mal.